Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gedacht, ich vlogge heute Mittag noch ein bisschen und nehme euch durch den Mittag. Genau, viel Spaß beim Video. So, dann wollen wir mal den kleinen Tyler hierher holen. Ziehen wir mal ein bisschen aus. Viel zu warm. In der dicken Jacke. So. Der süße Puller. Kann ja hier ein bisschen liegen. Könnten wir den Ida erst noch dazu holen? Ja. So, das sind die zwei jetzt. Ihm ziehen wir die Jacke auch mal noch aus. Hat er an, noch vom letzten Video. Er kriegt aber die Strumpfhose auch noch aus. So. Jetzt ziehen wir die zwei, glaube ich, noch ein bisschen weg, oder nein? Komm ran an die Spielsache. Wir haben das, jetzt sieht hier meine Kamera. Wir haben IA von Winnie the Pooh. Wir haben auch den Winnie Pooh selber. Der geht oben auf. Wir haben Ticker. Dann nochmal Winnie Pooh. Wir haben Ferkel. Wir haben nochmal Ferkel. Wir haben hier Eule. Ich weiß nicht, wie die heißt. Vielleicht weiß das jemand, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann haben wir nochmal Ferkel. Und was haben wir noch? Wir haben noch, wie heißt denn die? Das Känguru. Da weiß ich aber auch nicht, wie die heißt. Das kann es sein, dass es leer ist. Ja, wenn ich. Und wir jede Blüte auch noch ein. Noch, doch, wir haben noch mehr. Noch den Hasen, weiß ich auch nicht mehr, wie der heißt. Rabbit. Ja, keine Ahnung. Nochmal einen Tiger, diesmal ohne. Jetzt ist leer. Oh ja, genau. Ich wollte euch noch ein Paket zeigen, das gestern gekommen ist. Das mache ich doch gleich noch. Ich habe es gefunden, das Paket. Das wollte ich noch mit euch aufmachen. So. Sie hat das alles an. In allem Ernst dazu eingepackt. Das ist ja quasi wie neu. Ihr seht schon. Oder naja, das ist wirklich ein Spiegel. Jedenfalls habe ich mir das hier gegönnt. Das gab es auf eBay für 3,50 Euro inklusive. Also Versand war bei 3,50 Euro dabei. Das ist H&M Größe 56. Ich weiß nicht, halt so ein. Eine Korthose oder genau, so eine Latzkorthose. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Also sie ist innen auf jeden Fall komplett mit einem weichen Stoff. Also ich denke, man könnte sich anfühlen fast wie eine Jogginghose. Links und rechts mit Knöpfen. Ich wollte immer schon so eine haben und ich dachte, die kosten bestimmt. Ah ja, unten auch noch komplett mit Knöpfen zum Wickeln. Ich dachte, die kosten mal bestimmt 12, 13 Euro. Ich weiß nicht, wisst ihr das? Und dann habe ich gedacht, komm, die kaufst du dir. Sieht ja auch noch aus wie neu.
genau, unterschiedlich lang hier. Das heißt, je nachdem wie lang das Kind ist, können wir es auch noch ein bisschen länger anpacken. Genau, aber das werde ich auf jeden Fall erst waschen. So. Die Kleinen werden jetzt hier noch ein bisschen spielen. Und hier liegen, die Sachen anschauen um sich herum. Und ich werde die Wohnung weiter aufräumen. Genau, dann bis später. So, mittlerweile ist ein Tag vergangen. Als ich dann fertig war mit Aufräumen, sind wir noch Eis essen gegangen und danach zum Tanzen. Und dann war auch nichts mehr mit Vloggen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt beende ich das Video noch. Und aktuell seht ihr den Teiler. Aber jetzt wollte ich den... Gott, die fokussiert ständig. Jetzt wollte ich dem Elias noch einen Schlafanzug anziehen. Genau, ich mache euch jetzt mal auf das Stativ. Ich habe hier schon den Strampli vorbereitet. Ich hoffe, das wackelt nicht zu sehr. So, so. Genau, er kriegt diesen Kuscheligen an. Ich lasse ihm den auch an, weil ich... Oh, gar nicht zu. Da ist alles noch perfekt. Genau. Da ist der andere Strampler. So. Genau. Ich wollte dem Video aber noch einen kurzen Schluss geben. Ich werde jetzt dann bald ins Bett gehen. Genau. Und vielleicht wird es nächstes Mal ein etwas längerer und besserer Vlog. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt oder was euch interessieren würde. Ich kann das schwer einschätzen. Jetzt habe ich ihn schön rumgezogen. Ne? So, der ist so schön, der Strampli. Und so schön weich. Oh, ihr seht ihn gar nicht. So, da ist er. Genau. Ich hoffe, euch hat das kurze Video dann doch noch gefallen und wie gesagt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr sehen wollen würdet. Dann kann ich das versuchen zu machen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!